Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Danganronpa Trigger Happy Harbok. Diese Folge wird wieder etwas länger werden, zumindest werde ich versuchen, sie etwas länger zu halten, weil wir sind ja bald durch. Und ja. Exakt. Egal, wie sehr sie mich hassten, konnten sie mich nicht hinrichten, weil ich niemals gegen eine Regel verstoßen habe. Junko verstieß gegen sie, verstoß gegen sie. Also wurde sie hingerichtet. Aber bei mir konnten sie keinesfalls ohne weiteres eingreifen. Stattdessen benutzten sie also ein Klassengericht, das allen Regeln nachging, um mich töten zu lassen. Zwar haben sie gelogen, aber den Zuschauern konnte es nie auffallen. Letztendlich sollte ich der Täter werden. Aber selbst das funktionierte nicht. Ja, dank dir. Und wegen diesem Versagen gingen die Drahtzieher noch ein Risiko ein. Sie versuchten, dich anstelle zu töten. Jedoch warst auch du nicht der Mörder von Mokuro. Und als das im Fernsehen bloßgestellt wurde, mussten die Drahtzieher deinen Kompromiss annehmen. Um zu beweisen, dass Verzweiflung besser als Hoffnung ist, müssen sie uns rechtlich besiegen. Sonst hätte es für die Drahtzieher schlecht ausgesehen. Aber all das war nur ein Bauchgefühl, oder? Das ist schon wieder Mako durch. Ich muss mir mal eingewöhnen, dass ich auf den Namen gucke. Aber all das war nur ein Bauchgefühl, oder? Und trotzdem konntest du sie überzeugen. Wow! Das war auch dank dir. Ohne deinen Glauben in mir hätte der Weg uns nie offen gestanden. Ich kann nicht glauben, wie viel du über die Drahtzieher herausfinden konntest. Ich hatte keine Ahnung. Aber letztendlich konnte ich nichts beweisen. Es war bloß eine Einschätzung. Eigentlich war alles nur eine Wette. Aber anscheinend lag ich richtig. Warte, etwas hier gibt keinen Sinn. Wenn es stimmt, dass es tatsächlich mehr Drahtzieher sind, dann wie? Wie konnten wir sie dann ablenken? Ah, Entschuldigung, ich musste mir kurz die Nase putzen, weil meine Nase zu war. Eigentlich kann es doch nur. Um ehrlich zu sein, war ich schon lange nicht mehr so nervös. Mir ist nicht aufgefallen, dass du nervös warst, Kyoko. Du schienst völlig selbstsicher, als du entschiedst, mit ihm zu reden. Nun, ein starkes Auftreten an den Tag zu legen, ist eine grundlegende Teil, um jemanden zu überzeugen. Außerdem hätte meine offensichtliche Unbehaglichkeit dich nur noch viel mehr unruhiger gemacht, oder nicht? Ja, das hat sie vermutlich recht. Da hat sie vermutlich recht. Jedenfalls können wir uns noch nicht ausruhen. Wir haben gerade nur eine weitere Gelegenheit zum Kampf errungen. Allerdings müssen wir sie ausnutzen. Oder alles bis jetzt ist vergebens gewesen. Wenn wir den Drahtzieher nicht besiegen können, wird er unser Leben nehmen. Wir müssen siegen. Aber bevor wir weitermachen, müssen wir den anderen Bescheid geben. Gute Idee. Schließlich kennen wir unseren wahren Feind jetzt. Jetzt müssen wir nur noch zusammenarbeiten und den Drahtzieher gemeinsam zerstören. Kooperation. Ist das wirklich möglich? Hä? Beeilen wir uns. Sie sind vermutlich nahe des Schlafareals, sollen wir?
Ja. Ups. Ja. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich mich gar nicht mehr auskenne. Hifumi, Yasuhiro, Leon, Sakura, Aoi, Celestia, Chihiro, Doko, Junko, Sayaka. Aber wo ist Sayaka? Byakuya, Mondo und Makoto, Kyoko und Kiyotaka. Alter, ich hab schon so lange die Namen nicht mehr gesehen. Sind sie vielleicht noch dünner? Nachdem wir die Mensa betreten haben, gesellte sich jemand plötzlich zu uns. Du schon wieder? Zuckerbliert? Zuckerbliert? Ist er kaputt? Ich schätze, dass seine emotionale Instabilität ihre Grenzen erreicht hat. Zuckerbliert. Das war bei der Woche Russisch. Was auch immer. Da kommt er einfach her und ist kaputt oder so. Holy shit. Ich frage mich, was das sollte. Ich konnte nicht anders als erleichtert zu seufzen. Ah. Is that Makoto? Ja, das ist Makoto, meine liebe Hina. You guys! It is! There's no two ways about it, that's Makoto! Huh? You survived? Jeez. You're like a stubborn little cockroach, you know that? I'm just asking to make sure, but you're not a ghost, right? Jeder war hier. Alle meine Freunde, die mit mir gelitten und überlebt haben, bis jetzt. Sobald ich ihre Gesichter sah, konnte ich nicht anders, als Tränen zu vergießen. What? Warte, was ist das für eine was ist das für ein fürchterlicher Geruch? What the heck? Ja, Mann, das stinkt total. Es ist Makoto. Er stinkt wie ein nasser Hund. Weg mit dir. Und in Windeseile trockneten meine Tränen wieder. Yo. Makoto, wie war es im Jenseits? Also ich glaube, ich hatte Yasuhiro die Stimme gegeben, die ich damals für Hifumi verwendet habe, oder? Ich war niemals dort. You know? Also ich war niemals dort. Konntest du denn mit ihr reden? Mit wem? Hm. Mit Cleo. Nein. Ich habe nicht mit ihr geredet. Wer ist überhaupt Cleo? Ich kann immer noch nicht glauben, dass du das überleben konntest. Ja, ich auch nicht, wirklich. Weißt du, weshalb du der Hinrichtung entkommen konntest? Es war alter Ego. Er hat mein Leben gerettet. Nicht viele Gemeinen können behaupten. Ja. Das ist so wahr. Von einem Computerprogramm gerettet worden zu sein. Zumindest hattest du jetzt eine Nahtoderfahrung. Du, du,
Du stinkst. Bist du verfault? I'm telling you. Eklig. Weg von mir. Weg. Sorry, ich war ein bisschen im Müll sozusagen. Der Geruch ist furchtbar. Furchterregend. Und das war kein Kompliment, du Straßenhund. Ich rieche besser. Zumindest ist sie glücklich. Hina! Was habt ihr eigentlich getan, während ich fort war? Wir haben versucht, weiter die Akademie zu erkunden, da ja ein Gericht zu Ende ging. Und? Kein Erfolg, alle Räume, die verschlossen waren, sind immer noch verschlossen, wie es scheint. Also haben wir keinen Zugriff zu Neuem. Aber wie können wir dann neue Beweise finden? Makoto. Wir haben keine Zeit, um dieses glückliche Wiedertreffen. Ja. Sagt man aber, glaube ich, eher Wiedersehen, oder? Als Wiedertreffen. Weiter anhalten zu können. Wir werden kurz erklären, was Monokuma und ich gerade... was Makoto und ich gerade mit Monokuma besprochen haben. Yes. Erklären? Was erklären? Hm. Aber ist es okay, dass du hier bist, Makoto? Wenn dich der Draht hier findet, dann... It's true. Das führt auf unser Treffen mit ihm zurück. Wir müssen euch über das letzte Gericht aufklären. Das letzte Gericht? Wir werden Mokuros Gericht wiederholen. Was? Warum? Aber Makoto hat sie doch getötet, nicht? Nein, nicht mal im geringsten. Makoto ist nicht der Mörder und niemand in diesem Raum konnte es gewesen sein. Wer ist das dann? Sie möchte uns mitteilen, dass es alles die Arbeit des Drahtziehers gewesen ist. Was? Der Drahtzieher hat also Mokuro umgebracht? That's right. Korrekt. Es war alles eine ausgeklügelte Finte des Drahtziehers. Makoto hat sie schon viel früher erkannt, weswegen er alles tat, um sie zu stoppen. Aber seine Entscheidung bedeutete, dass er dann als Täter gebrandmarkt werden würde. What did you say? What the fuck? Was der Makoto löst in jedem Klassengericht, jeden Fall, und die sind dann immer noch überrascht drüber, dass er was kann. Du hattest die Finte erkannt, Makoto? Sie lassen es so schwierig klingen. Eigentlich habe ich nicht viel gemacht. Aber Makoto hinzurichten, jemand, der kein Täter war, würde als Regelbrechung gelten. Die Vorschriften besagen, dass nur der Täter hingerichtet werden würde. Sollte er entdeckt werden? Das bedeutet wiederum, dass der Drahtzieher gegen seine eigenen Vorschriften verstoßen hat. Danach haben wir ihn aufgesucht und wollten ihn überzeugen, das Gericht zu wiederholen. Und der Drahtzieher stimmte dem zu? Er hatte keine Wahl. Ihr habt die Übertragung als Überzeugungsmittel verwendet, korrekt? Sehr aufmerksam von dir. Ich erinnere mich an deinen Worten. Jetzt weiß ich, was du mit Drahtzieher in Enge getrieben meintest. Hey, könnt ihr mich mal aufklären? Wenn du es nicht verstehst, kannst du später mit Kyoko reden, alleine. Aber ich will es dir nicht erklären. Oh.
Aber was tun wir jetzt? Wir müssen herausfinden, wer Mokuro ermordet hat. Anders gesagt, wir müssen den Drahtzieher finden. Aber dahinter verbirgt sich noch mehr, oder? Leider ja. Wenn wir gewinnen und entkommen wollen, müssen wir jedes Mysterium hier lösen können. Jedes Mysterium? Aber es gibt so viele. Wir wissen noch fast gar nichts. Sollten wir es nicht schaffen, sterben wir alle. Alle? Warum zieht ihr mich da mit? Hey, wer hat gesagt, dass ich da mitmache? Alter Doko, ich hasse Doko so sehr. Das ist so abnormal, wie sehr ich diesen Charakter hasse. Ich bin hier mit zufrieden, solange ich unendlich mit Meisterlin leben kann. Ich will so schnell wie möglich entkommen. Jedenfalls wird es dieses Mal schwieriger, das bevorstehende Gericht zu überleben. Man kann es seinen letzten Entscheidungskampf nennen. Das nenne ich befriedigende Entwicklung. Wir müssen also den Drahtzieher herausfinden, Mokuros Killer finden und alle Mysterien lösen? Das ist eine verdammt lange Liste. Dieses Mal ist es aber anders. Wir alle kennen jetzt unseren Feind. Sofern wir alle zusammenarbeiten und uns anstrengen, werden wir Berge versetzen. Dem stimme ich nicht zu. Ich kann dem nicht zustimmen, Makoto. Du kannst mir nicht zustimmen? Warum nicht? Ich meine, indem wir zusammenarbeiten, können wir einfacher alles herausfinden. Das dachte ich auch. Allerdings gab uns Monokuma einen Hinweis. Hinweis? Soll ich euch einen Hinweis geben? Ich bin mir sicher, dass ich es euch bereits gesagt habe. Aber trotzdem werde ich mich wiederholen. Dieses Mordspiel begann mit 16 Studenten. Und die einzigen, die die Hope's Peak seit dem Mordspiel betraten, sind nur diese 16. Das sagte also Monokuma. Dann verstehe ich Kyokos Anliegen vollkommen. Und wenn ich dem zustimme, dann ist es auch wahr. Oh. Hä? Aber warum? Wenn der Drahtzieher in der Tat Mokuros Mörder ist, bedeutet das, dass der Drahtzieher die Akademie betreten haben muss, richtig? Vielleicht konnte Monokuma Mokuro ermorden. Was? Vielleicht konnte Monokuma Mokuro ermordet haben. Aber den Tatort so zu verschleiern, wäre für ihn schwer. Aber laut Monokuma haben nur 16 Studenten die Schule jemals betreten. Diese 16, die an dem Mordspiel teilnahmen. Dann muss der Drahtzieher. In der Haupthalle am ersten Morgen gab es nur für 15 Studenten.
mit Makuro 16. Also man musste der Drahtzieher ein von denen sein. Und die einzigen Überlebenden sind wir. Muss ich noch fortfahren? Oder wird die Problematik langsam klar? Der Drahtzieher ist einer von uns. Ah ne, ich glaub, ich hab den anders gesprochen. Ich weiß jetzt wieder, wie ich den gesprochen habe. Nein, das geht nicht. Wartet, dafür gibt es keine Beweise. Monokuma hätte auch einfach lügen können. Es ist definitiv eine Möglichkeit. Aber es ist auch eine Möglichkeit, dass der Drahtzieher tatsächlich unter uns weilt. Und das ist eine Möglichkeit, die wir nicht ignorieren dürfen. Ich meine, der Drahtzieher ist die ultimative Verzweiflung. Also muss er auch ein Student sein. Ich kann das Stottern nicht, es tut mir voll leid, da komme ich mir voll blöd bei vor. Es ist gut möglich. Aber wenn das stimmt, dann muss einer von uns Monokuma irgendwie steuern können oder nicht. Aber hat sich jemand jemals verdächtig verhalten, als Monokuma in unserer Nähe war? Nein, daraufhin. Vielleicht versteckt man sich und kontrollierte im Geheim. Das wäre aber aufgefallen, findest du nicht? Ich habe keine Taschentücher mehr hier. Gut, nach der Folge muss ich mir dann nochmal die Nase putzen. Dann war Monokuma ein Autopilot. Es ist möglich, dass der Drahtzieher lauter Dialoge einprogrammierte. Aber dann hätte er sich nicht so aktiv mit uns unterhalten können. Naja, völlig unmöglich ist es nicht, wenn er den Gesprächsverlauf gesteuert hätte. Aber trotzdem. Ding, 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 ding. This is a school announcement. You've all probably figured this out by now, but at this point, the killing game has now entered. So, in the name of fairness, I will unlock every room in the school. Look wherever you want. Solve the mystery in whatever way you see fit. Then we can all meet up at the class trial, okay? Wie großzügig von ihm alle Räume zu öffnen. Unser Strategiegespräch endet hier. Wir müssen jetzt mit unseren Ermittlungen beginnen. Aber ich plante schon von Anfang an, alleine zu arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt kann ich mich nur noch auf mich selber verlassen, auf das Blut, das in meinen Adern fließt. Ich werde keine Zeit verschwenden, mich um euch Gedanken zu machen. Ihr trägt selber Verantwortung. Lebt wohl. Nach seiner letzten Aussage verließ Byakuya die Mensa. Meister! Warum nimmst du mich nicht mit? Warum sollte er? Ohne Meister ist das wie Milchkaffee ohne Milch oder Kaffee. Ihr seid völlig nutzlos.
Also, so tschüss. Danach stapfte auch Doc aus der Cafeteria. Und jetzt ist auch sie weg. Ich nehme an, du machst das gleiche, Kyoko. Indeed. Richtig. Übrig bleiben Makoto, Hina und ich. You know? Wisst ihr was? Ich gehe auch alleine. Hey, warum? Ich muss alleine sein, um eine spirituelle Verbindung aufzubauen, die den Drahtzieher auffliegen lässt. Während Hiro lachte, verließ auch er die Cafeteria. Wird jeder echt alleine ermitteln? Nein, komm mit mir, Hina. Ich nehme dich mit. Ich mag dich. Möchtest du mit mir ermitteln? Zwar vertraue ich dir, aber ich würde eher alleine nach Beweisen suchen. Ich habe Angst, dich irgendwie aufzuhalten, weil ich noch nicht so nützlich gewesen bin. Ich habe mich immer auf Sakura verlassen. Das stimmt gar nicht. Wärst du nicht stark oder nützlich, wärst du schon längst gestorben. Makoto. Das ist echt nett von dir. Aber trotzdem weiß ich, dass ich noch nicht so viel gemacht habe. Okay. Ich will alleine etwas finden, das uns hilft, hier zu entkommen. Ich werde etwas finden. Nimm es mir nicht übel, okay? Bis bald. Motiviert ließ mich Hina zurück. Und schon wieder. Nur noch wir zwei. Indeed. So scheint es. Gut, Leute, ich habe zwar gesagt, ich versuche die Folge etwas länger zu machen, aber mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich noch was tun muss. Weswegen ich jetzt vorerst mal die Folge beende und schon mal zum Rendern anfange. Ich werde in der Zwischenzeit meine alten Danganronpa-Folgen gucken, also das gesamte Let's Play nochmal durchgucken, damit ich wieder auf neuestem Stand bin und auch hirnmäßig alles wieder hinbekomme. Und ich würde sagen, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder ein Like auf dieses Video. Ein Abo würde mich auch ziemlich freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Danganronpa Trigger Happy Havoc wieder ein. Ciao!